derweil in der Küche. Okay. Es geht um die neue Speisekarte, es geht um die neue Idee und es geht um neues Essen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man aus ganz einfachen Kleinigkeiten eine neue Idee schaffen kann, ein neues Gericht, was man A auf die Speisekarte setzen kann, B aber auch sehr schön to go, ein Wrap to go. Ja, wir werden also hier diese arabischen Fladen füllen, ja, mit einem Tomaten-Gurkensalat, ja, bisschen Koriander, bisschen Joghurt. Das Ganze werden wir auch mit deinem Berberi. Wie geht das? Sagen Sie rrr. Rrr. Berberi. 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 Ber. Berberi. Berberi. Ja. Gut. Ein sehr gutes Gewürz. Bin ich total davon überzeugt. Ich liebe das. So, damit werden wir das abschmecken und dann werden wir ein kleines Ragout von Hähnchenbrust dazu machen. Ein Salat aus Tomaten und Gurkenwürfeln soll dem Hähnchenwrap die nötige Frische geben. Wie schon bei den Tomaten müssen auch bei der Gurke die wasserhaltigen Kerne raus. Jetzt zeige ich dir einen Trick. Okay? Ich habe extra hier dieses Sieb mitgebracht. Wenn man Gurken würzt mit Salz und mit Essig, was passiert dann? Kommt viel Wasser raus. Genau. So, und dann wird das ganze Dressing alles verwässert. Jetzt schneiden wir die Gurke in Würfel hier rein, salzen sie und stellen sie 20 Minuten zur Seite. Und dann läuft das ganze Wasser raus. Verstehst du? Kurz abwaschen, fertig. Als Grundlage für die Soße schwitzt Elias eine gewürfelte Zwiebel in heißem Fett an. Eine Prise Zucker gibt dem Gericht eine leichte Süße. Osamas fein gehackter Koriander kommt erst zum Schluss dazu. Hähnchenbruststreifen dazugeben und mit einem Esslöffel Berberi anbraten. Für einen fruchtigen Geschmack und eine schöne Farbe sorgt Tomatenmark. So, jetzt kommt der Rotwein rein. Der Wein sorgt für zusätzlichen Geschmack. Der Alkohol verdunstet beim Einkochen. Elias muss also nicht mit dem guten Tropfen sparen. Weiter, weiter. Gieß. Schütz, schütz, mehr, mehr, mehr. Alles klar. Aber passt, glaube ich, überhaupt nicht, also mit dem Rotwein. Passt nicht? Nein. Das ist ja gerade der Unterschied. Afrika trifft Berlin, trifft Mitteleuropa. Dieser Mix, das ist das Neue. Du glaubst mir nicht? Hör mal, wie hat die Linsensuppe geschmeckt? Ich schmecke richtig gut. Ja. Fallen Osama und Elias etwa in ihr altes Schema zurück? Mit dem Hähnchenragout will der Sternekoch die beiden Köche von der neuen kulinarischen Linie überzeugen. Okay, jetzt probieren wir das mal. Bitte schön, einmal gucken, wie es schmeckt. Nein, ich kann das nicht, weil es Alkohol drin ist. Komisch. Das sah bei der Zubereitung und dem Probieren der mit Weißwein gekochten Linsensuppe ganz anders aus. Probier du. Es tut mir leid, doch, ich kann das nicht. Wie kochst du denn sonst deine Soßen? Ja, ich koche die, aber ich probiere die nicht. Du probierst sie nicht? Nein. Bitte? Jetzt tut mir leid, ich hab die Schnauze voll. Hier. Ja. Mach das selbst. Komm. Mann. Ich probiere keine Alkohol. Das kann ich vergessen. Ja, ja. Ich hab die Schnauze voll, echt. Der Sternekoch ist auf 180. Scheitert die Rettung der Savannas an den wankelmütigen Köchen? Jetzt wird Klartext geredet. Was ist das Problem? Ich darf keinen Alkohol, weil ich Muslim bin. Aber sie verlangen von uns jetzt, dass wir Alkohol essen. Dass wir Alkohol trinken im Essen. So, wenn ihr jetzt keinen Alkohol trinkt, dann respektiere ich das und dann geht das auch nicht. Aber dann kann es nicht sein, dass wir die Linsensuppe mit Alkohol machen, mit Weißwein. Ja, und das auch probiert wurde, dann muss man klar und deutlich miteinander reden. Und dann verstehe ich das. Wir haben Rotweinsoße, haben wir auch muss man noch probieren. Wir haben Chimiensoße, wo auch Weißwein kommt. Die musst du doch probieren. Ja. Genau, genau. Und darum schmeckt sie ja auch nicht, weil ihr sie nicht probieren könnt. Ihr habt kein Verhältnis dazu. Den Geschmack ist in Hand, nicht im Mund. Also sagt man bei uns. Elias, jetzt bleib mal sachlich, jetzt okay. Warte, ja, wir können auch sachlich, Jonas. Was? Nein, wir einigen uns jetzt auf was. Ja, Frank, okay. Ich wollte nur. Wir kochen ohne Alkohol. Gut. Auch in Zukunft. Kein Problem. Denn nichts darf die Küche verlassen, was nicht abgeschmeckt wurde. Ist einfach so. Gut, wir machen das Gericht noch mal neu. Wir machen es ohne Alkohol.
Ein Gutes hat der Streit. Ohne den Rotwein-Eklat wüsste Frank Rosin immer noch nicht, dass Osama und Ilias ihre Soßen nicht probieren. Nun können sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Schließlich müssen die Köche der Savanna mit vereinter Kraft auf Vordermann bringen. Da kann man mal sehen, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen. Nicht nur eine Küche, sondern auch so. Vertragen wir uns wieder? Ja. Ja? Vertragen wir uns wieder? Ja. Gut. Pfanne steht, Flamme auch. Dann kochen wir alles jetzt ohne Alkohol. Weg. Und Schwamm drüber. Innerhalb von 5 Minuten sind die Hähnchenstreifen angebraten. Osama schmeckt den Salat für die Wraps mit der afrikanischen Gewürzmischung Berberi ab. Das sorgt für eine leichte Schärfe. Neben Tomatenmark sollte Rotwein dem Ragout einen kräftigen Geschmack verleihen. Aber eine Alternative ist schnell gefunden. Jetzt haben wir keinen Rotwein. Jetzt müssen wir ja Kraft reinbekommen. Dann nehmen wir jetzt passierte Tomaten. Ilias gibt 3 Esslöffel hinzu. Das Ganze wird mit Gemüsebrühe eingekocht. Durch den frischen Koriander bekommt das Ragout zusätzliche Würze. Okay, dann probieren wir mal. Na komm, ohne Alkohol. Und wie kommt die alkoholfreie Wrap-Füllung beim Küchenduo an? Schön, ne? Wie bei meiner Oma. Wie bei deiner Oma? Ja. Ah, vielleicht auch ohne Alkohol. Zum ersten Mal herrscht Harmonie in der Küche. Nun muss das Ragout nur noch sicher im Wrap verstaut werden. Tomaten-Gurkensalat rein, mit Hähnchen auffüllen und einem Klecks Joghurt garnieren. Fertig. Oh, guck mal hier. Wow. Dankeschön. Die neue Speicherkarte. Ist top.